Willkommen zurück, Freunde. Weiter geht es mit einer neuen Folge Far Cry 5. Megamäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Es ist soweit. Wir verlassen Holland Valley. Und ich werde euch kurz zeigen, wo wir langdüsen. Wir befinden uns hier an der Brücke der Tränen. Dann werden wir uns jetzt hier an der Küste langarbeiten. Und heute versuchen, zu Jess vorzustoßen, um einen neuen Begleiter zu bekommen. Daumen drücken, natürlich, wenn wir hier die Comics mitnehmen und so weiter und so fort. Dafür kennt ihr mich ja mittlerweile. Wir werden auch nochmal hier vorbeischauen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Noch was Neues. Wir haben ein neues Gewehr. Das Miliz-Scharfschützengewehr habe ich mir eingepackt. Ich wollte es ja mal ausprobieren. Es ist nicht so genau, nur 9 anstatt 10. Dafür aber viel schneller beim Nachladen. Okay. Hier haben wir alles. Wir gehen über die Brücke. Boomer ist auch am Start. Was ist hier los? Da liegt ein Elch. Mitten auf der Brücke. Hallo. Hallo. Alter Junge. Nimm mal dein Zeug mit, ne? Hau rein. Ich gehe davon aus, es wird nicht lange dauern, dann werden wir hier Besuch bekommen. Ist das ein Peggy? Nein. Ein Drogenschnüffler. Hier gibt es Peggys, die gerne mal Verstärkung klingen. Ich sollte ihnen danken, denn sie sind leichte Ziele. Können wir die nicht plündern? No. Was ist los mit euch? Ihr habt hier aufgeräumt, ja? Wer bist du? Ich sehe es. Irgendjemand verblutet da, aber ist mir egal. Peggy-Gebiet. Kann er auch Tricks? Ich kann es dir nicht sagen. Verdammte Kane, das sind Todesboten. Ach, da ist doch einer. Na, schau mal einer, guck. Das ist genau das, wo wir unser Scharfschützengewehr ausprobieren können. Bereit zum Angriff. Scheiße. Wer schießt da? Ich renn mal los. Komm schon. Ist ganz schön weit weg, aber wir holen ihn uns. Damit ist er weg vom Fenster. Oh, nicht herunterfallen. Ich ziehe um. Wir rutschen hier gemütlich runter. Und der Krieg hat wieder begonnen. Die gute alte Zeit. Sie ist wieder da. Komm ran hier, du Peggy-Schwein. Ist er tot? Ja. Positionswechsel. So, was haben wir hier Feines? Einen Schrein. Nein, natürlich nicht. So wollen wir es machen und lesen. Alles klar. Hey, ich hoffe, ihr versteht mich durch dieses ganze beschissene Barter. Denn ich sag das alles nicht nochmal. Ihr könnt nicht einfach meinen Mann von unserem Grundstück zerren wie Unkraut aus einem Beet. Das ist illegal. Mir egal, was er unterschrieben, versprochen oder geborgt hat. Ihr bringt meinen Mann heute noch zurück. Ihr bringt ihn unversehrt zurück. Und zwar sofort. Meint ihr, eure kleine Bande von Freaks macht mir Angst?
Ja, ihr seid alle echt fies mit euren weißen Wollpullis und euren Pennerbärten. Ihr bringt meinen Mann binnen einer Stunde zurück oder ich übe Vergeltung. So wahr mir Gott helfe. Hat sie? Ich weiß es nicht. Okay. Ich suche mir einen besseren Winkel. Schauen wir noch mal kurz drüben nach. Hier ist alles soweit abgegrast. Das wär's. Die gehen wir hier zur Kreuzung. Und es ist schon wieder dunkel. War ja klar. Was auch sonst. Ich brauch Geld. Hier ist es nicht gut. Wir unterwegs. Kommt schon, Leute, durchs Gebüsch. Gieß. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Peggy's. Soweit das Auge reicht. Die Leute sagen, der Vater sei gefährlich. Neue Ideen sind gefährlich. Ich bin raus, kann hier nicht bleiben. Sieh dir deine Freunde da draußen an. In Ordnung, es geht los. Ich suche einen besseren Weg. Bleib stehen! Ich bin unterwegs! Tja! Schön erschossen! Durchs Auto! So wie sich das gehört! Ich befreie die Gefangenen! Ihr seid frei! Lauft! Face kann mich bitte am Arsch lecken. Komm doch mal her, wenn du gerade nichts zu tun hast. Versuch dich von... Hab gehört, du hast dem Valley geholfen. Das können wir hier auch brauchen. Ja. Ich will mich nur verstecken. Aber nee, vor einer Frau, die aus dem Nichts auftaucht, kann man sich nicht verstecken. Ach komm, ey. Halt doch nicht rum. Alles gut auf dich auf. Das ist auch nur eine Frau. Kein Geist oder irgendwie sowas. Alright, was haben wir denn hier? Man weiß es nicht so recht, ne? Ach so, das ist nur eine Brücke. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie ein Tor zu irgendetwas. Super, wir brauchen das Feuerzeug. Ein König. Nur zwei? Wartet, wartet, wartet! Ich hatte noch die Steuerung vom Flugzeug in den Knochen. Jo, mach mal. Kleinvieh macht auch Mist. So. Wir sollten da irgendwo runtergehen. Da unten, alles klar. Ich verstehe. Hier, durch den Bunker. Grace, mach mich doch nicht einfach immer von der Seite an. Wenn die mich anschreit, da zucke ich jedes Mal zusammen. Gut, wir müssen hier in den Bunker.
Die meisten rollen sich zusammen und sterben, wenn der Krieg kommt. Ich nicht. Ach, da ist jemand da. Ich bin bereit. Alright. Das nehmen wir mit. Hier haben wir noch was zum Lasern. Dein Superman. Feuerzeug. Hi. Hast du Blähung? Wenn du hier nicht aufpasst, drehst du durch. Die Stimmen, der Lärm, das gruselige Flüstern, der hypnotische Gesang, alles weg. Genial. Zumindest fast weg. Hast du Peggys gewittert, Boomer? Freut mich, dass ich helfen konnte. So, knacken wir den mal eben schnell. Vielleicht konnten wir doch nicht so gut helfen, weil sie heult noch ein wenig. Finden was anderes ein. Wir verteilen noch ein paar Punkte. Und welche Punkte nehmen wir mit? Ich glaube die hier. Umso schneller können wir Geld farmen. Voll raus mit... Komm, Grace, geh mir aus dem Weg. So, das wäre soweit alles. Hier dran. McLeans Haus, das hätten wir dann auch. Weiter geht es hier lang. Ich glaube, das könnte interessant werden. Zumindest war da ein Haus. Ich weiß nicht, ob die Blumen hier wirklich verwelken oder ob mir mein Verstand nur einen Streich spielt. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Alles klar. Jedes Mal will ich das Fernglas nehmen und werfe einen Stein. Hey, Kumpel. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Brauchst du nicht. Alles gut. Neuen Schrein, den wir zerstören können. Also wie immer, in die Rübe. Was ist denn los, mein Kleiner? Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Hat dein Herrchen dich allein gelassen? Kann man auch nicht rutschen. Ah, was heißt allein gelassen, ne? Scheiße. Der arme Hund. Holen wir die Comics. Wow, 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 wow. Das war ja so einer von diesen komischen, drogensüchtigen Zombies. Einmal den Schädel und weg war er. Moment, da ist noch einer. Da will er den fehlen.
Was geht mit dir? Du willst wohl nicht akzeptieren, dass du tot bist, hä? Naja, ich atme noch. Was bist du? Ein Stinktier. Kleinvieh macht auch Mist. Wir bleiben erstmal ruhig. Ich suche mir einen besseren Winkel. Da vorne kommt Ärger. Kopfschuss. Schön. Ran. Plündern. Wo bist du denn da? Hey, alles in Ordnung? Ich kann nicht klagen. Grace, ich kann nicht klagen. Oh Gott, sie werden mich umbringen. Danke fürs Arsch retten. Kein Problem. Ich mache so bin ich. Frei, ja? So bin ich, mein Freund. Hast du noch was zu sagen? Nein, dann flieh. Oder bist du hier zu Hause? Kann natürlich sein. Der Huhn! Wir haben den Huhn getötet! Moin! Das war's. Hier unten ist noch was. Ein Köfferchen. Sehr schön. Das Comic hätten wir. Vorteilspunkt und Kohle. Skylar. Das ist auch so eine Mission. Die muss man, glaube ich, schlagen und in jeder Region dann den größten Fisch rausholen und dann kann man die beste Angel des Spiels freischalten, soweit ich informiert bin. Gut, das hätten wir. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es uns anschauen. Also wir kommen gut vorwärts. Hier am Rand kann man nicht anders sagen. Da oben ist noch etwas. Was ist das? Tja. Schauen wir mal nach. Das sieht mir aus wie so ein Schrein, den wir zerstören müssen. Kann das sein? Oder es könnte auch nur eine normale Kirche sein. Nein, wir sollen ihn zerstören. Schreien. Hab ich's mir doch gedacht. Den nehmen wir mit. Schreien in Ehren. Kann niemand verwehren. Wer ist der Wichtige hier? Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Brauchst du nicht. Ich hab ihn schon. Vielen Dank. Was soll was? Renn! Wer bist du denn? Ach, hier ist ein Dachs. Ich bin schon wieder Panik. Ich verstehe. Wenn man also so ein Flash bekommt, dann sieht man die Alte. Habt ihr die gesehen? Das war Face. Uma. Hallos. Ganz klar, Hallos. Boomer. Komm weg. Ich kümmere mich.
Mitkommen. Wir haben's. Den Schrein hätten wir dem Erdboden gleich gemacht. Genau, wir sollen ja hier hin. Wir wollen ja hier vorne hin. Wo? Oh, jetzt schon wieder. Scheiße. Alarm. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück. Wo kam der eigentlich her? Der ist von irgendwo hergebeamt worden. Ich sehe dich suchen, aber du wirkst verloren. Auch ich suchte für viele Jahre. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück. Ich habe die Vaterviecher zum Üben für Olympia genommen. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschiebt. Es ist eine Welt. Ich sehe dich suchen, aber... Was erzählst du mir das denn jetzt nochmal? Ey, ich bin verwirrt. Die machen mich fertig. Ich suchte für viele Jahre unterwegs. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Gamli. So ein Treffer überlebt keiner. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschiebt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Hunde wie Buddha? Katzen? Ich kann mich nicht mehr an das Sendbuch erinnern. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Von hier kann ich nichts machen. Komm. Ich lebe noch und die sind tot. Meine Güte. Du wirst hier von jeder Seite zugelabert. Aber ich hätte da noch ein Leben, das gerettet werden müsste. Moment. Ich verstehe, du hast ein Problem, aber du bist im Moment noch nicht mein Business. Ich entschuldige mich. Mein Leben zog an mir vorbei und es bestand nur aus Eddie. Ich suche mir einen besseren Winkel. Noch jemand, der Probleme hat. Du hast mich gerettet. Das werde ich nie vergessen. Bitte hilf mir, meine süße Eddie zu retten. Was? Der. Böswillig handelte. Scheiße. Böswillig handelte. Dieser Beamte ignorierte direkte Befehle und handelte eigenmächtig. Wir werden ihn finden und dementsprechend bestrafen. Er steht unter Drogen. Ich bin gerettet. Die wollten mich umbringen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Er ist unter Drogen. Meine Adelaide steckt in Schwierigkeiten und braucht Hilfe. Junge, ich weiß. Hier ist das Ding. Ich lebe noch und die sind... Du lebst noch und die sind tot. Du sagst es. Aber nein, ich werde dir heute nicht helfen. Du bist nicht mein Business, wie ich dir ja schon mal gerade erklärt habe. Gut, Moment. Wir müssen hier über die Brücke. Gehen wir mal hier hin und dann hier so rüber. Ich habe so das Gefühl, da könnten wir eventuell was finden. Bleib stehen. Schrei. Kein Problem. Der Zivilist sah gar nicht aus, als hätte der Probleme, oder? Das war knapp. So kommt man hier von Höchstchen nach Stöckchen. Keine Mission gemacht, aber trotzdem jede Menge Punkte gemacht und auch Leute befreit. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Das kann nicht gut sein!
Sind wir zu spät? Wir sind zu spät. Ich dachte, wir werden ihn retten. Aber leider nicht. Wenn wir irgendwas sehen... Schon wieder den Stein, ey. Wollen wir was dagegen unternehmen? Ich weiß nicht so recht. Flammenwerferaffe. Keine Sorge, ich schieß schon noch. Hm? Triffst du den auch oder hast du keinen Bock? Je näher ihr kommt, desto einfacher wird. Danke. Ist geplatzt wie eine Melone. Wenn sie nicht getroffen hätte, wäre der genau in meinen Schuss gelaufen. Nee, also hier gibt es nichts. Gehen wir mal auf die Insel. Schließlich ist hier auch ein Feuer. Erinnert mich an so ein doofes Videospiel aus Kindertagen. Die gesamte Drogenoperation von Eden's Gate erstreckt sich vom alten Ferienlager bis hin zur alten Brauerei. Okay. Ich vertraue dir. Wenn du das sagst, wird das so sein. Gut, wie komme ich da hoch? Da gibt's Punkte. Hier lang. Sehr schön. Eichhörnchen in der Garage. Ich finde Eichhörnchen total süß, ne? Ich liebe Eichhörnchen. So geil. Ja, jetzt hätten wir auch die soweit. Dann können wir auch hier über die Insel stratzen. Das Gebiet ist ja dann eh für ein andermal bestimmt. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht eine einzige Ente getötet. Eden's Gate kontrolliert alle Straßen am Henbane River. Denen gehört ihr quasi alle. Manchmal hat man Glück und auf so kleinen Inseln ist das ein oder andere Gute versteckt. Und manchmal hat man aber auch Pech. Das ist hier mal gar nichts. So wie hier. Nur so eine kleine Kiste. Bei mir schon. Wie sieht's bei dir aus? Zelt. Das ist auch das Tolle an diesem Spiel. Ich meine, so ein Zelt haben wir jetzt ja schon öfter gefunden, aber ich freue mich jedes Mal, wenn man mal wieder so einen Lichtblick sieht. Ich finde das einfach cool gemacht. Und man könnte die ja sogar anheuern, wenn man will. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Gammelige-Käse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half. Ich habe das Gefühl, die wiederholt sich. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt.
Wer bist du? Eine Ente. Offenen Armen willkommen. Ändere die Position. Unsere erste Ente. Ich suche nicht mehr. Yes. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Guter Schuss. Der Schuss ging ins Auge, hä? In der Not. Ich wurde gesegnet? Schon wieder? Ich wurde das letzte Mal gezeichnet. Was zur Hölle? Keine Ahnung. Darf ich den jetzt plündern? Danke. Ich mache nur Ressourcen frei, Herr. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Ich sehe aber auch keine Mission. Naja, Rille. Wir schauen nochmal hier, weil wahrscheinlich werden wir hier noch einen Anleger finden für die Schnellreise. Könnte ich mir vorstellen. War doch klar. Ich suche mir einen besseren Winkel. Brauchst du nicht. Fick mich! Was zum Henker? Pass auf, ein Bär! Tötet den Pfeil! Ich bin unterwegs! Der Bär geht durch! Der bringt mich doch um! Sehr gut, mein Bär. Danke. Jetzt musst du leider aber sterben. Oh, oh! Perfekt. Das gibt Kohle. 4 Bärenfälle. Richtig gut. Dynamit voll. Scheiße, wir sind hier zu spät gekommen. Mal wieder zu spät. Gehen wir auch noch mal kurz drauf. Ja, der Zeltplatz hat aber echt viel. Wollen wir was dagegen unternehmen? Wogegen? Ich suche mir einen besseren Winkel. Wir sind eigentlich total cool davor. So. Dann gehen wir hier hin, machen das Prepper-Versteck heute noch. Beim nächsten Mal holen wir uns dann Jess. Gehen aber über die Brücke. Ich will nicht schwimmen, das dauert mir zu lange. Wer nimmt mich hier aufs Korn? Die Peggys! Der Kontakt ist doch schon lange down. Dachte ich. Goldmedaillentreffer. Was mischen die sich denn hier ein? Sind die nicht ganz dicht? Vollidioten. Ich lebe noch. Ihr hattet keine Eintrittskarte. Hier ist schon wieder ein Wolf. Geld! Ob das eine gute Idee ist, hier drüben hier über die Brücke zu laufen? Auf dieser Insel ist auch was. Ihr seht das halb versunkene Gebäude. Könnte ein Sägewerk sein vielleicht.
Und schon wieder der Stein. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich habe gehört, dass in diesen Bergen... Ich liebe den Stein einfach. Ich wollte nur nicht, dass er in Vergessenheit gerät. Hier ist er. Bin unterwegs. Da vorne kommt Ärger. Habe ich gesehen, Baby. Der sieht mich nicht, ey. Ach, wartet mal. Hier waren noch meine Schläger. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Ich brauche noch ein paar Kills mit dem Basie, um die Vorteilspunkte freizuschalten. Ich glaube, der ist dafür prädestiniert, der Typ. Der lässt die anderen Leute in Ruhe. Dann können wir uns ihn hier schnappen. Was? Vogel. Zips Newsletter. Wo befinden wir uns? Ich wollte eigentlich jetzt im Prepper verstecken, ne? Das können wir erstmal hier nochmal schauen. So ein Rohr brauchen wir nicht unbedingt, oder? Ach komm, drauf geschissen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass man hier irgendwas finden kann. Hab gehört, da läuft's nicht so gut. Was mit euch? Besser still. Sie sind die einzige Hoffnung, die wir noch haben. Komm ich da hoch? Kann ich da hinspringen? Nope. Na dann. Hier zum Prepper. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Schaut mal, wie der läuft. Wie so ein Zombie. Ich schwör's euch. Muss ich dir den Schädel einschlagen? Läuft. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Eine Goldforelle können wir angeln. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Kenn ich. Brauche ich aber nicht. Hanami-Haus? Hilfe gesucht, Flyer. Ich meine, da hinten war so ein Holzkreuz, ne? Ja, dieser Angelbedarf. Okay. Ein andermal. Da geht's runter. Mein Bunker ist beschädigt.
aktiviere die Baggersteuerung. Kriegen wir hin. Kriegen wir natürlich hin, wie immer. Ist also ein Schwimmbagger. Klar. Kein Sägewert. Hoffentlich säuft das Ding nicht ab. Tür? Nope. Vielleicht müssen wir auch tauchen. Könnte auch sein. Fehlgewichte! Wo denn schon wieder? Komme ich nicht raus? Wieso kann ich mich hier nicht rausziehen? Geht doch. Ah ja, hier ist doch der Eingang. Ich schwimme von alleine, ne? Ich mach gar nichts. Oh Gott. Komm weiter. Ob wir das schaffen? Boah, das war knapp. Da hätte der Perk Taucher aber echt was gebracht, sag ich euch. Die läuft noch, ja? Ihr habt euch die Karre mal angeguckt, ne? Was ist passiert? Komm ich da raus? Muss ich jetzt wieder rausschwimmen? Ich kann doch hier rausspringen, oder? Jo. Tritt den Bunker. Gelüft. Bleibt es eine Entscheidung? Meine Fresse. Ich hab mal eine Idee. Besser ist das. Wir nehmen uns auf jeden Fall den Taucher mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Und bevor wir abkacken. Nice. Wirklich nice. Sieht gut aus. Ist die Schlange? Blödes Stück Scheiße.
Sehr gut. Hier haben wir noch was. Schlüsselkarte. Ach so. So, damit sind wir voll. Wow. Können wir irgendwo Licht machen vielleicht? Ah, ein bisschen. Ja, das war es soweit. Kann ich hier nichts mehr erkennen. Yes, den Safe. Perfekt. Einen Anruf haben wir auch noch. Keine Ahnung, wie genau ich den Bagger in deinen Bunker gerammt habe, aber ganz dicke Sorry. In den Bergen. Gut, raus mit uns. Der Nebel hier ist ein Vorteil für die Peggys. Er hält die Zivilisten im Zaum. Okay, Freunde. Für heute war's das. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Jess Black befreien. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus. Von hier kann ich nichts.